Als im August 2015 die Düsseldorfer Street Art und Wandmalerszene ein internationales Festival auf die Beine stellte, konnte einer der städtebaulichen Problemfälle, der Gustav-Gründgens-Platz vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus, für 10 Tage von den Künstlern gestaltet werden. In den angrenzenden Bürogebäuden, die bald abgerissen werden, entstanden in den leerstehenden Räumen vom Erdgeschoss bis in die obersten Etagen farbige Graffitis, wilde und filigrane, abstrakte und gegenständliche, trashige und poetische Motive.
Auch die Fassaden der Bürogebäude bekamen großflächige Motive verpasst. Nach dem Abriss wird hier der zweite Bauabschnitt des Köhlbogens starten. Das sogenannte Ingenhofental, benannt nach ihrem Architekten, soll entstehen. Eine riesige, von Klaus Klinger gemalte Rosette in Anlehnung an Michelangelos gestalteten Kapitolsplatz in Rom ziert nun die karge Fläche, geometrisch unterteilt in viele Einzelfelder, die die beteiligten Künstler nach ihren Vorstellungen gestalten konnten. Wir sind dieses Jahr hier auf den totesten Platz von Düsseldorf gegangen. Hier vom Schauspielhaus, der existiert seit 40 Jahren. Wird nie genutzt, jeder hastet darüber und wir dachten, wir müssten doch mal hier ins Zentrum gehen und diesen Platz beleben. Außerdem war es ein Grund, eigentlich alle kreativen Leute aus der freien Szene, aus Düsseldorf, aber auch überregional und natürlich auch international, einfach mal an einen Ort zu versammeln. Wir hatten dann die gute Chance, diesen Platz zu kriegen, aber auch zwei leerstehende Bürohäuser am Platz, die eben von innen und außen komplett bespielt werden können. Das haben wir jetzt 10 Tage lang gemacht. Es sind viele Ergebnisse zu sehen. Und ich hoffe, das geht dann weiter so.